Hier haben wir gerade sehr stylisch den Baratrichina Longicornis Umzug. Der geht von hier unten. Warten wir auf die hier entlang. Und hier rein. Seht mich, das ist, sie sind jetzt hier eingezogen. Ich habe die Anoplo Lepis gracilipes umziehen lassen, woanders hin, und habe jetzt den Paratrichina longicornis das hier gegeben, weil das passt für die irgendwie besser. Und ich habe eben hier dann noch so ein Loch reinge. Zoomen, hier so ein Loch reingemacht und jetzt können die da hier rein und dann eben hier rüber. Und die Paratrichiner scheinen das zum Lieben. Okay, scherzhalber. Die Paratrichiner sind als erstes hier reingezogen ins Moos, dann vom Moos darauf, dann von darauf darunter. Dann von darunter, darunter, von darunter dann da rein, von da rein wieder zurück ins Moos, 2 Tage später vom Moos zurück darunter, dann sind sie da jetzt eine Woche geblieben fast und jetzt von da ins Nest. Weil am Anfang waren, glaube ich, 100 Arbeiterinnen und Brut und 2 Königinnen von denen da im Nest drinnen. Und der andere Rest ist ins Moos gezogen. Und dann war aber irgendwie so, der Eva Moos haben dann gemeint, das Moos ist besser. Und die ja vom Nest sind auch instant dann zurück zum Moos gezogen. Aber keine Ahnung, machen wir haben wir mal so eine Logik. Und jetzt ist anscheinend das Nest doch besser als das Moos. Besonders weil das hier. Summe! Yay, das hier. Jan. Netz ist. Dass man aber von außen nicht sieht. Wenn man das von außen nicht sieht. Weil ich habe eben den Gips mit Sand und Lehm und Erde und weiß Gott noch was alles angerührt und fest angerührt und habe dann eben so ein bisschen, sagen wir so, nicht wie die meisten Leute, so ein viereckiges Nest oder so gemacht, sondern habe das so gemacht, dass es aussieht wie eine kleine Felsformation, weil das ist ja auch alles Gips. Das ist halt ein bisschen natürlicher aussieht. Und sowas in der Art werden meine Karibara dann auch bekommen. Ich werde wahrscheinlich dann auch so ein Ecknest machen. So, aber hinten beim Aquarium. Und dann werde ich auf die andere Seite noch so ein kleines Nest machen, also kein großes, sondern ein kleineres, so dass die Karibara wenn sie dann das erste Nest ausgefüllt haben und ins zweite ziehen wollen, dann eine Dauerameisenstraße bauen müssen. Weil Karibara und andere Ameisen haben aber gerne so Zweignester. Du kannst aber meistens Zweignester nicht so sonderlich gut herstellen in der Haltung, außer du machst es mit einer Schlauchverbindung. Ich finde es aber irgendwie stylisch, wenn man dann ein zweites Nest macht. Also gerade wenn man so ein Terrarium macht und du machst sie etwas weiter voneinander entfernt und die Eingangslöcher so weit wie möglich voneinander entfernt, dann machen die Ameisen nämlich wirklich so Dauerstraßen, wo dann immer Brut und Arbeit drinnen vom einen Nest ins andere laufen und vom anderen Nest ins erste. Da könnte man zum Beispiel für Serpiformica oder Lasius sogar noch simulieren, dass das eine Nest
zwei, drei Stunden lang am Tag beheizt wird, also besonders beheizt, dass man simuliert, dass die Sonne dort auf einen Stein oder so scheint, dann tragen die Ameisen zu dieser Zeit die ganze Brut dort rein und dann macht man das Heizkabel aus, weil die Sonne ist weg und dann tragen die Ameisen danach die ganze Brut wieder zurück in den anderen Ding. Jetzt könnte man sagen, das ist doch voll viel Stress für die Ameisen. Nein, das ist nicht. In der Natur machen das die Ameisen doch auch. Und in der Natur entwickeln sich die Ameisennester aber meistens auch bei weitem besser als in der Haltung, einfach weil sie mehr Platz haben und mehr zu tun haben. Ich habe auch so gefunden, da ist ja auch ein Eingang. Der große Haupteingang ist da. Da müssen die da durch dieses Loch im Schneckenhaus. Weil da drunter ist der Eingang versteckt. Dann sind hier in diese paar morschen Äste reingesteckt, wie man hier sieht, die eben machen, das ist ein bisschen wie so ein alter toter Baum aussieht. Und dann habe ich da oben die Tränke mit dem Zuckerwasser, Ahornsirup, Agavendicksaft etc. Und dann müssen die halt da ganz rauf und da trinken, weil in der Natur müssen die meisten Ameisen auch eher wo auf einem Strauch oder auf einem Baum oder so hoch, um an dementsprechend Honigtau oder sowas zu kommen, weil die meisten Blattläuse, wenn wir jetzt nicht mal von Wurzelläusen reden, sind eher weiter oben im Gestrüpp und nicht direkt in Bodennähe. Natürlich gibt es auch Blattläuse in Bodennähe, aber die sind dann meistens schon von Ameisen belagert und da bauen dann zum Beispiel Lasius niger oder Lasius emarginatus aus Erde oder Holz so eine Mauer rundherum, damit keiner hinkommt. Was ich aber zum Beispiel auch noch sehr stylisch finde, ist, was ich mal probieren will, ist so ein Nest bauen, wie ich diese hier habe. Aber dann dort in der Mitte auch eine Kammer reinmachen. Dort Erde rein, dort dann eine gewisse Pflanze rein. Bin mir aber noch nicht sicher, welche dann. Muss ich schauen, am besten irgendwas Robustes, was nicht so leicht eingeht. Dass dann die Pflanze durch so kleine Löcher mit den Wurzeln in die Kammer reinwachsen kann. Ja, kann sie in die Kammer reinwachsen. Weil ich will probieren, dass ich dann den Lasius flavus wieder mal halte. Und dass sie dort dann Wurzelläuse züchten können. Das wäre irgendwie stylisch, wenn das klappen könnte so. Und ich kann es mir auch irgendwie nur so vorstellen, dass es auf die Dauer klappen könnte. Weil Wurzelläuse findest du bei uns ziemlich häufig. Und dann meistens sind das dann Wurzeln von irgendwelchen witzigen Grasarten und so. Aber da habe ich dann wieder das Problem, dass diese Grasarten Arschlochgräser sind. Arschlochgräser. Hashtag Arschlochgräser. Die dann solche Ausleger bilden und dann wächst ausgerechnet so ein Ausleger in die Kammer rein und dann wird der da grün und probiert da zum Wachsen und wuchert die ganze Kammer zu. Sowas kann ich mir auch vorstellen. Dann nehme ich doch lieber, dann habe ich gedacht, so eine Ackerdistel. Ackerdistel machen aber auch das mit Auslegern. Dann habe ich gedacht, Brennnesseln. Brennnesseln machen auch Ausleger. Da denkst du dir mal, da kann eine Pflanze nicht 100.000 Ausleger produzieren. Und wer jetzt dieses Wort noch nie gehört hat, Ausleger, und Ableger, Ausleger sagt man bei uns, so wenn es unterirdisch ist. Und Ableger sagt man bei uns, wenn es oberirdisch ist. Erdbeeren produzieren Ableger. Da wächst aus der Pflanze, am Rand der Pflanze, wächst dann so ein kleiner Spross, der kriecht dann über den Boden, berührt irgendwo was und dann wächst dort eine neue Pflanze. Das nennt man bei uns Ableger. Und Ausleger, Ausläufer und sowas nennt man das bei Gras und sowas, wo das unter der Erde wächst und dann kommt es irgendwo aus dem Boden aus und dann wächst dort eine neue Pflanze. Aber ne. Ich rede irgendwie in meinen Videos zu viel. Schrecklich. Dummheit redet. Naja. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye bye.